Ja, geht los, ne? Geht los. Ja, willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um einen Flug-Review. Wir wollen ein neues Format euch bringen. Und zwar heute fliegt der Hofmeister und der Kursen fliegen nach Zürich und dann weiter nach Barcelona, wo wir die Füße ins Mittelmeer stecken. Ne? Denke mal, ja. Die Füße im Mittelmeer und die Hand am Rotwein. Genau. Und an der Tapasplatte. Ganz genau. Ja, also unsere erste Flight Review. Wir haben viele, viele Themen, die wir euch bringen wollen für den Flug. Dann können wir mal gucken, wie die Einreise in der Schweiz ist. Wir haben hier schon mit Mitreisenden gesprochen, die vor 2 Wochen geflogen sind. Die mussten schon ihre ganze Krankenakte mitnehmen und andere Themen. Also insofern freut euch und an dieser Stelle ist der Hofmeister wie immer. Und das Intro. Also, bis gleich. Schönen guten Morgen aus dem noch schlafenden Hannover. 4 Grenzen, dann wisst ihr ja, wo ich übernachtet habe, nämlich im Sheraton in der Pelikanstraße, die Station davor. Um zum Flughafen zu kommen, dann nimmt man mit der Östra die U-Bahn, die total überirdisch ist. Dann nimmt man die S-Bahn, die S5 nach Langenhagen Flughafen. Aber bevor ich euch hier langweile mit Bildern aus der U-Bahn und der S-Bahn, wir sind ja hier keine, ich nenne es jetzt mal viel Bahnfahrer-Freunde, sondern wir sind Vielfliegerfreunde. Deshalb geht das dann direkt weiter, weil wir haben euch das Video für die Horn Circle Unboxing-Geschichte in der Lounge gedreht. Hier so ein paar Behind-the-Scenes, damit ihr mal seht, wie das läuft. Da ist auch der Sohn vom Mario, der Hofmeister Junior, der Jan, der quasi da Gas gibt und uns unterstützt hat. Ja, in der Lounge, in der Business Lounge, da hatten wir das gedreht. Da war auch nichts aufgetafelt. Wie ihr seht, hinten links seht ihr nur meinen Koffer. Und dann geht das auch schon los. Wir sind aus der Lounge wieder raus, haben uns auf den Weg gemacht zum Gate. Schaut es euch einfach mal an, wie wir durch die hohen Gasse gehen und dann die Treppe runter. Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit, damit Sie gleich bequem und komfortabel einsteigen können. Erfolgt das Einsteigen nach Boarding Home. Das Boarding nach Boarding-Gruppen in Hannover ist ohne diese ganzen Absperrungen, aber ihr seht selber, wir sind am Gate angekommen, relativ früh, viel zu früh. Deshalb geben wir euch noch ein paar Impressionen aus der Lounge, die der Jan gemacht hat, von unserem A220. Echt ein hübsches Flugzeug. Gleich natürlich noch ein paar Bilder aus dem Innenraum. Sie können sich was holen. Ja, genau. Normalerweise gibt es das ja hier noch. Ja, aber im Moment ist nur eine Lounge offen und das hier ist im Moment nur sozusagen der Ersatzbereich. Warteraum. Sozusagen der Warteraum. Ihr hört im Hintergrund, wie Mario eine Beratung für die Lounge macht, aber wir müssen schon los zum Boarding. Jan zeigt euch jetzt, wie man den Boardingpass auflegt und wie es Scannen doch aus der Distanz nicht funktioniert. Aber Mario gibt da Jan noch ein paar Instruktionen. Ich renne wie immer vorneweg in den Flieger. Die Kollegen vom Preboarding kommen im Rollstuhl wieder vor. Wir laufen schon in den Flieger rein und da seht ihr die Kollegen von der Austrian und andere Flugzeuge, gleich mehr davon. Mario
gibt da noch Regieanweisungen, aber Jan hat sie geflissentlich als guter Sohn ignoriert. Und dann geht es auch schon an Bord, nachdem wir kurz gewartet haben, ob wir auch wirklich schon rein können. Ich sitze in der Reihe 2, Mario in der Reihe 7. Wir werden das gleich während dem Flug natürlich ein bisschen ändern, damit wir euch das Essen auch vorstellen können. Aber lasst die beiden erstmal nach hinten gehen und Mario wieder so ein paar Regieanweisungen geben. Erstmal durch, so, erstmal durchgehen. Jan macht es sich in dem Sitz erstmal bequem. Er sieht die Safety Instruction und die Savers, das Bezahlmenü. Auch in der Business Class hängt es aus. Die ZIM-Sitze sind sehr, sehr schön ergonomisch geformt und geben auch einen Platz. Ihr seht ja seine Knie. Er wird vielleicht gleich in der Kommentarspalte auch schreiben, wie lang er ist. Gepäck wird auch schon eingeladen. Good morning, ladies and gentlemen. I'm your captain. My name is Bruno Schmidt. Next to me is sitting first officer. Okay, Moms. On behalf of the entire crew, welcome aboard. Loading is completed. We're just asking for the startup clearance. Then a short flight to Zurich cruise will be smooth, maybe a few bumps during departure because of the wind. Zurich itself is for the time being overcasted, maybe some light rain, however the weather will clear up towards the afternoon. Ladies and gentlemen, I wish you a pleasant flight. Das Boarding war completed und der Captain hat schon direkt die Durchsage gemacht auf Englisch, dann auf Deutsch. Ihr seht, wie der Finger abgezogen wird und wir dann gleich zurückgestoßen werden. Ihr seht im Hintergrund auch die Ilyushin, die da steht. Die steht da öfters. Das ist ein Antonov. Ich glaube, es war ein Antonov. Ich sehe es von hier aus jetzt nicht ganz genau, aber Mario wusste das ganz genau. Er wird das vielleicht auch so wie sein Sohn in die Show Notes schreiben, beziehungsweise darunter. Aber jetzt lasse ich euch mal mit ein paar Impressionen, wie wir zurückgedrückt werden, alleine und genießt, wie wir zum Landebahn, zur Startbahn taxien. Und zwar von der linken und von der rechten Seite. Wir haben das Glück, dass wir von beiden Seiten aus filmen konnten. Glaube ich, 14 Mal oder sowas gemacht. Alter, das hätte ich hier, wenn ich das 10 Mal gemacht hätte, hätte ich erst 200.000. Und ich habe meinen ersten Hong Kong erflogen mit dem Ticket Hannover, Frankfurt, Nürnberg oder München, Hannover zurück. War damals 400 € das Ticket. Ja. Rebookable, refundable, everything. War ein Special Agreement mit dem. Wahnsinn. Your life jacket is located under your seat. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate the life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. The safety on board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully prior to takeoff. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il personale di cabina. Gli ordini impartiti dal personale di bordo e il regolamento devono essere seguiti sempre. La ringraziamo per la sua attenzione. Liebe Gäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Auf Anweisung des Bundesamts für Gesundheit. Für Gesundheit der Schweiz muss alle Personen, auch Reisenden im Transit, die in die Schweiz einreisen, vor Reiseneintritt eine elektronische Einreiseanmeldeformular ausfüllen. Sollten Sie dies nicht getan haben.
weiter geht's. Und ja, ihr habt es ja selber gehört, die Durchsage, die Standarddurchsage ist gekommen. Wir haben da beide sehr durchgesabbelt, über alte Zeiten philosophiert. Einiges konntet ihr vielleicht mithören. Und es geht jetzt weiter zur Startbahn. Da werden wir einfach dem Triebwerk lauschen. Und ihr könnt auch einmal Mario lauschen, wie es ihm da entfährt, wenn die Triebwerke, wie das im Fachjargon heißt, hochspulen, also hochfahren. Aber noch ein bisschen genießen wir das Taxiing und die wunderbaren Wolken am Himmel von Hannover. Diesen wunderbaren Start und den Ausblick nach draußen wollte Mario, ja, er wird es kaum glauben, die Sonnenblende zumachen, aber da habe ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ich habe mich einfach zu ihm nach hinten gesetzt, damit wir zusammen das Essen bewerten können, und schon ist es mit seiner Ruhe vorbei. Ihr
jetzt seht selber, wie das Essen heute gereicht wird. Das Plastik ist noch drauf, was normalerweise von den Crew ja schon abgezogen wird, aber in Corona-Zeiten nicht. Aber die Economy hat noch gar kein Essen bekommen, da ist die Business schon fast mit dem Essen voll versorgt. Was ist es? Es war eine Art ja, gezupftes, gerupftes Pulled Beef mit einer ja, sehr, sehr leckeren Soße. Davor natürlich Schweizer Käse und ein Brötchen, aber da wollen wir ja gleich nochmal etwas näher drauf eingehen, weil ich glaube, ich hatte da irgendeinen Berg erkannt. Mario philosophiert auch mit seinen Händen. Schauen wir mal. The service will start in a few minutes. In the meantime, we invite you to have a look at the Swiss Server menu card, which is located in your seat pocket. At the same time, we would like to inform you that we offer you the iced tea for sale at the promotional price of 3.50 francs instead of 5 francs. Please note that we only accept card or contactless payments on board. Thank you, and we hope you enjoy our service. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese rote Beete daneben war, jetzt habe ich das irgendwie wieder erinnert, was es war, war sehr lecker. Ich bin eigentlich kein rote Beete-Fan, aber das war tipptopp. Mario und ich, wir philosophieren noch weiter über das Essen und sind ganz happy. Er erklärt was von Größen und Flügen und ich weiß nicht, aber hört selber. Ich habe Mario wieder verlassen, bin nach vorne gegangen, aber ich wollte euch nicht noch ein paar Ausblicke von diesem Flug ja, verpassen lassen. Schaut einfach mal raus, wie geil ist das denn? Das ist doch das, warum wir fliegen und warum wir so gerne in der Luft sind, weil der Blick wunderbarst ist.
Der Flug knapp über eine Stunde von Hannover nach Zürich. Ihr habt das schon bei der Landung gesehen. Die Triebwerke haben voll gebremst. Die Reverser sind aufgegangen. Also man konnte in die Triebwerke reinschauen. Und das Wetter in Zürich leider etwas regnerisch und bewölkt. Habt schon gehört, geht weiter. Und da sind wir doch mit Doc E, was da an uns rechts vorbei zieht an der Landschaft, und wir gehen weiter zu unserer Parkposition, einfach durch die Mitte, hätte ich fast gesagt. Also insofern schauen wir uns noch mal ein bisschen Flugzeug an. Welcome to Switzerland. We ask you to keep your seatbelt fastened onto the respective cabin time has been charged off. Please open the baggage racks carefully. Subjects could follow. We would like to say goodbye to you now, and we hope that you enjoy your stay on board. On behalf of the Center Group, thank you for flying with us and goodbye. We all wish you a very pleasant stay here in Zurich for a safe journey to your final destination. We would like to point out that wearing a protective mask is mandatory in all terminal buildings at Zurich Airport. Upon application, und dann sind wir auch schon relativ schnell am Gate gewesen. Das Aussteigen ging auch flott, die Tür auf, dann die Gangway hoch. Hier noch ein paar Bilder von unserer Nachbarflieger, auch einem A220. Das ist jetzt ein Tipp. In Zürich geht direkt links, geht nicht runter. Wenn ihr ans Gate müsst, dann geht ihr einfach hoch, geht dann einmal umgekehrte Richtung, wie ihr in den Flieger gehen würdet, und könnt dann direkt durchgehen, raus. Was auch spannend ist, man sieht dann immer, wenn man sich umdreht, wo der Flieger wieder hingeht, und dann läuft man einfach durch die Gassen oben. Aber unten sind natürlich die Rolltreppen, das geht schneller, wer das mag, das ist natürlich auch schlecht. Wir sind dann direkt auf den Weg zur Lounge gegangen, haben die Biene Maya Spielwelt nicht betreten, Mario konnte ich gerade davon abbringen. Ging die Heutreppe dann hoch und dann geradeaus weiter an der Senator Business Class Lounge vorbei, die er ja schön gezeigt bekommt in wenigen Sekunden. Concert Lounge ist etwas versteckt, ist rechts von der Senator Lounge respektive Business Class Lounge, und dann gibt es ein Schild, was darauf hinweist, Swiss First Class Honcircle Lounge, mit einem Schild über der Tür, weil es sieht wirklich so aus, als ob man da irgendwo in eine hohle Gasse geht, wo man keine Lounge vermutet. Quasi so wie damals in Wien, Wandehütte, ein weißgekalkter Gang, nochmal ein Schild zur Versicherung, dass man richtig ist. Am Ende des Ganges seht ihr vielleicht das Swiss-Logo, was einem entgegenleuchtet, und dann einmal links, einmal rechts, die Tür geht auf und schon ist man in der Lounge. Aber wir müssen aufhören zu filmen, weil wir natürlich die anderen Leute nicht stören wollen. Auch hier gibt es nur noch Impressionen von einem der Flüge, weil wir dieses Video an dieser Stelle unterteilen und ihr den zweiten Teil dann nach Barcelona seht. Also danke und bis bald.